Wunderbar. Jetzt legen wir los. Also nochmal herzlich willkommen an alle beim Webinar zu TripAdvisor von MyTechShop. Die letzten Leute, die sich gerade noch einloggen, die dürfen dann einfach schon mal lauschen und worum es hier geht. TripAdvisor ist ja, denke ich, so ziemlich jedem Hotelier im Begriff. Muss ich jetzt, glaube ich, als Plattform im Detail nicht mehr vorstellen. Wer bis heute TripAdvisor nicht kennt, ist die größte Bewertungsplattform der Welt. Hab die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind zwischen 350 und 500 Millionen User, die TripAdvisor monatlich nutzen, in diversen Sprachen verfügbar, weltweit genutzt. Also man kann da schon sagen, dass es wohl eine der wichtigsten Reiseplattformen der Welt ist und dementsprechend natürlich auch für Hotels entsprechend wichtig ist für die Kundenakquise. Vielleicht so viel zu TripAdvisor. Wenn Sie auf TripAdvisor ein Hotel suchen, dann kennen Sie das vielleicht an der Stelle, wenn Sie einfach mal nach Berlin suchen. Ich habe hier jetzt einfach mal eine Suche nach Berlin gestartet. Sie können auf TripAdvisor genauso ein Hotel suchen wie, sage ich mal, auf Booking.com, genauso wie auf Expedia und genauso wie auf Trivago. Nur eben der entscheidende Unterschied zu einem Booking oder zu einem Expedia ist, dass das Geschäftsmodell von einem TripAdvisor eben auch eigentlich eher dem eines Preisvergleichs gleicht. Das ist natürlich eine Bewertungsplattform, über die Leute primär natürlich kommen, um Hotels und ihre Bewertungen und natürlich die Bewertungen anderer Kunden zu lesen. Und TripAdvisor bietet dann eben an, nachdem man das gemacht hat, natürlich dieses Hotel zu buchen. Aber wie Sie hier schon sehen können, auf der rechten Seite ist dies natürlich klassisch, das kennen Sie vielleicht auch ein bisschen von Trivago, und ähnlich wie im Preisvergleich abgebildet. Auch hier gibt es immer eine Position, die oben abgebildet wird. Und dann dementsprechend hier auf der rechten Seite weitere Angebote, die hier dargestellt werden. Es gleicht mehr und mehr auch in der Abbildung, wie es aussieht an der Stelle, tatsächlich auch ein bisschen im Trivago. Sie haben ja auch immer einen Preis in der Top-Position, was natürlich dann auch dementsprechend die meisten Klicks bekommt. Auch hier haben Sie immer einen sogenannten Streichpreis. Wer sich immer wundert, woher diese Streichpreise kommen, in der Regel ist das recht simpel. Man nimmt einfach den teuersten Preis, den eine andere Plattform in dem Fall hat, also in dem Fall für das Sofitel das Elvoline. Und stellt den dann oben hin, macht einen Streichpreis draus und tut dementsprechend dann einfach den günstigsten Preis hier an der Stelle machen. Also nur, wer sich immer wundert, woher diese Streichpreise kommen, das erschließt sich einfach der Plattform aus dem teuersten und dem günstigsten Preis. So, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dementsprechend auch auf die Hotelseite selbst zu gehen. Das heißt, wenn Sie hier jetzt, wie Sie es hier sehen, direkt beim Hotel I31 auf die Seite gehen, dann können Sie hier auch sehen, dass der Preisvergleich hier unten abgebildet ist. Und vielleicht an der Stelle nochmal, das sind auch ganz interessante Zahlen. Das sind jetzt natürlich eher Zahlen. Ich habe ja mal für TripAdvisor gearbeitet und ich vermute mal, die werden sich nicht so sehr schieben. Aber man kann sagen, dass mit Sicherheit schon so ein Drittel der Besucher, vielleicht sogar ein paar mehr, teilweise direkt auf Ihre Hotelseite kommen. Und das ist an einem ganz einfachen Prinzip. Googeln Sie einfach mal Ihr eigenes Hotel. Ja, ich habe gerade gesehen, dass da Alex Obertop reingekommen ist. Insofern google ich jetzt einfach mal das Hotel Zeit Hamburg. Und da sehen Sie schon, wenn Sie das Hotel Zeit Hamburg googeln. Ja, auf der ersten Stelle kommt jetzt hier TripAdvisor, aber vor allem über die natürlichen Suchergebnisse. Also hier sehen Sie schon an erster Stelle die Hotelwebseite, an zweiter Stelle Holiday Check und dritte Stelle TripAdvisor. Und extrem viele Besucher kommen eben genau über diesen Besucherlink hier über die suchmaschinenoptimierte Variante und kommen somit direkt auf ihre Hotelwebseite. Also die klassisch nicht die Suche, wie wir es jetzt hier gesehen haben, dass sie die Suche haben nach Berlin und sich dann über Berlin ein Hotel ausgesucht wird, sondern es kommen eben auch sehr, sehr viele Kunden über Google direkt auf ihre Hotelwebseite. Und das ist dann natürlich auch recht wichtig, weil diese Kunden kann man natürlich auch entsprechend noch personalisierter abholen. Und deswegen muss man auch TripAdvisor ein bisschen auf beiden Ebenen verstehen. Einmal auf der Ebene, wenn jemand nach der Stadt sucht und einmal auf der Ebene, wenn eben jemand direkt auf der Hotelwebseite sucht. Wenn jemand direkt auf Ihre Hotelwebseite sucht, haben Sie drei Möglichkeiten mittlerweile bei TripAdvisor, sich mit Ihrem Hotel zu präsentieren. Und das ist auch immer ein bisschen kompliziert und das muss man auch verstehen. Das ist nicht ganz einfach. Ich versuche es heute mal wirklich in 20 Minuten ganz einfach runterzubrechen. Und wer da noch Fragen hat, kann natürlich uns jederzeit im Anschluss an das Webinar nochmal anrufen und genauer zu seinem eigenen Hotel Fragen stellen. Es ist grundsätzlich so, dass Sie oben an oberster Stelle, und ich nehme jetzt mal bewusst das Hotel I31, weil hier haben wir die meisten Platzierungen auch schon live zu sehen,
Sie haben hier oben an dieser Stelle, wenn Sie diesen Bereich hier anschauen, ja, diesen blau hinterlegten Bereich, das ist der Hoteldatenbereich, wo Sie das sogenannte Business Listing, hieß es früher einmal, mittlerweile heißt es Business Advantage, einbuchen können. Das ist ein sogenanntes Jahreslisting bei TripAdvisor, für den Sie für ein ganzes Jahr einen Preis bezahlen. So, und der Unterschied zwischen einem Hotel, das sozusagen dieses Business Listing hat und dieses Business Listing nicht hat, ist schlicht und einfach, dass Sie diese untere Reihe an Dingen live schalten können, während Hotels, die das Business Listing nicht haben, sozusagen weder eine Homepage-Verlinkung haben, noch die Telefonnummer abbilden können, noch eine E-Mail-Adresse hinterlegen können und auch kein Aktionsangebot hinterlegen können. Dieses Aktionsangebot sehen Sie hier, wenn Sie draufklicken, dann kann man hier spezielle Angebote, die dann natürlich auch wieder online oder per Telefon gebucht werden können und dann entsprechend auf die Webseite verlinken. Dieses Business Advantage so wie es jetzt mittlerweile heißt, ist ein bisschen umstrukturiert worden zum 1. Januar. Wenn man sich das jetzt mal anschauen möchte, ich habe hier, Moment, wo habe ich es? Hier habe ich es eben mal aufgemacht. Das können Sie auch hier, wenn Sie sich in TripAdvisor einloggen, gibt es die sogenannten Produkte und dann können Sie das auch hier relativ einfach über die Business-Einträge, können Sie sich das aufrufen. Und dort können Sie sich mal anschauen, was das Business Advantage bedeutet. Ist grundsätzlich nicht weiter schwer. Man kann sich hier einfach zusätzlich, also neben diesen Links, die Sie gerade gesehen haben und dem Homepage-Link und der Telefonnummer, mittlerweile noch ein paar andere Sachen machen. Zum einen bezahlen Sie dann nämlich auch Geld für, dass Ihnen, ja, ich höre auch gerade, dass sich ein paar Leute hier im Chat beschweren, dass es ein bisschen starke Hintergrundgeräusche gibt. Also nochmal die Bitte an alle, vielleicht entsprechend die Leitungen auf kurz zu stellen. Also bitte auch ein bisschen auf den Chat achten und dann einfach auf Mute gehen. So, also zurück zum Business Advantage. Ein großer Unterschied, den es mittlerweile gibt zum Business Listing, ist, dass Sie über Business Advantage mittlerweile Lieblingsfotos hinterlegen können. Viele kennen ja das Problematik. Man muss ja Content pflegen. Es gibt natürlich auch Kunden, die sehr, sehr viele Bilder hochladen bei TripAdvisor. Dagegen kann man sich nicht immer wehren. Dagegen kann man natürlich nicht immer was tun. Aber über Business Advantage, wenn Sie das haben, können Sie mittlerweile Ihre Lieblingsfotos hinterlegen. Das ist natürlich dann wieder ein bisschen Aufwand bei Ihnen, das zu pflegen. Sie können Ihre Titelbilder selber festlegen. Das heißt, Sie können selber entscheiden, welche Ihrer Bilder der Kunde tatsächlich sehen soll. Ja? Und entsprechend dann auch eine Dia-Show anlegen und über die Dia-Show natürlich auch Ihr Hotel nochmal entsprechend schöner darstellen. Also das ist schon eine Möglichkeit, die auch viele Hotels in der Vergangenheit bei uns immer angefragt haben. Mensch, das sind so irgendwie komische Bilder und ich hätte gerne schönere Bilder oder andere Bilder. Man konnte schon immer Bilder hochladen, aber dass man jetzt natürlich spezielle Lieblingsfotos etc. hinterlegen kann, das ist schon neu und das ist natürlich auch nochmal ein Mehrwert, den TripAdvisor da bietet. Das zweite Thema ist auch, man kann natürlich, habe ich gerade schon erwähnt, Kontaktinformationen, Angebote. Neu ist, dass Sie mittlerweile auch Ankündigungen hinterlegen können. Und also zum Beispiel Veranstaltungen und so weiter. Und auch entsprechende Lieblingsbewertungen darstellen können. Das heißt, wenn Sie irgendeine Bewertung haben, die besonders toll ist, können Sie die auch entsprechend an der Stelle nochmal highlighten. Ne? Und was auch ganz interessant ist, was viele Hotels leider viel zu wenig nutzen, also wir nutzen das sehr viel für unsere Kunden, aber ich kann es auch über Hotels nur empfehlen, da öfter mal reinzuschauen. Wenn Sie eben ein Business Advantage haben, können Sie auch sehr, sehr viel Informationen von TripAdvisor abrufen. Ja, das heißt, Sie bekommen zum Beispiel natürlich Ihre Bewertungsperformance, aber auch Ihre Marktposition. Das heißt, Sie können sehen, sich über Trends entwickeln. Sie können auch gegenüber Mitbewerber sich benchmarken. Und Sie bekommen auch teilweise Erkennzahlen, über wie viele Besucher Sie auf Ihrer Seite haben. Das ist natürlich eine sehr spannende Zahl, weil wenn man weiß, man hat, keine Ahnung, im Monat 5.000 Besucher auf seiner TripAdvisor-Seite und macht dann dementsprechend Marketing, wie ich es jetzt gleich nochmal erkläre, dann kann man natürlich Besucher ins Verhältnis setzen zu dem, was am Ende aus diesen Besuchern auch tatsächlich dann an Umsatz herauskommt. Und das ist natürlich für uns immer eine sehr spannende Sache. Es gibt insgesamt zwei Preispakete. Es gibt einmal das Standardpaket und einmal das Spezialpaket. Wie gesagt, können Sie sich auf TripAdvisor auch selber anschauen. Und der Unterschied ist letztendlich, dass Sie im teureren Paket einfach ein paar mehr Features haben, wo hier vor allem die Besucherkennzahlen on top hinzukommen und das Thema Lieblingsfotos und Titelbilder hinzukommen. So, das ist mal das Thema Business Advantage. Vielleicht an der Stelle einfach mal, damit Sie ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Sie zahlen ja da einen Fixpreis im Jahr. Und dieser Fixpreis im Jahr orientiert sich an der Reichweite Ihres Hotels, an der Menge der Besucherzugriffe auf Ihr Hotel auf TripAdvisor. Das können Sie relativ einfach sagen, wenn Sie ein kleines Hotel in Wanne-Eickel sind, dann kostet das Paket deutlich weniger,
als wenn Sie in einem Hotel in London sind. Und es kostet deutlich weniger, wenn Sie in London auf Seite 20 sind oder in London auf Seite 1. Wir haben Hotels, die zahlen bis 10.000 oder 12.000 Euro im Jahr, sind aber dementsprechend auch in irgendwelchen Großstädten wirklich an den obersten Positionen. Und wir haben Hotels, die sind auch in Berlin und zahlen nur 400 Euro im Jahr, aber sind dementsprechend natürlich nur auf Seite 20 bei TripAdvisor und haben dementsprechend wenig Besucherzugriffe auf ihrer Seite. Also, das muss man immer verstehen, dass man da unterschiedliche Preise bekommt. Und dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Preise zwischen Standard und Spezial. Wenn Sie den Preis wissen wollen für Ihr Hotel, ganz einfach, rufen Sie uns an. Wir erkundigen uns, was der Preis bei Ihnen am Ende ist. Und die gute Nachricht ist auch, in der Regel bekommen wir bei TripAdvisor auch sehr, sehr gute Konditionen, weil wir natürlich mehrere hundert Kunden haben, die das schon kaufen. Und wir agieren da am Ende wie eine Hotelkette, dass wir da natürlich dann auch Sonderkonditionen für viele Kunden haben. Und das ist teilweise schon sehr attraktiv und macht es dann auch ein bisschen günstiger für Sie. Da einfach unserem Team schreiben, da haben Sie ja in der Regel den Kontakt. So, eine spannende Sache allerdings ist natürlich, wenn Sie jetzt hier das Thema buchen, dann wollen Sie natürlich am Ende wissen, was kommt bei raus. Und das ist ja immer das Entscheidende. Denn wenn Sie jetzt 10.000 Euro im Jahr bezahlen, dann gehen Sie ein entsprechendes Risiko ein. Da kann man sagen, man kann hier alles messen, was Sie hier oben sehen. Wir messen natürlich vor allem, wie viele Leute hier auf dem Hotel-Homepage-Link klicken. Hier vielleicht nur mal eine kleine Abbildung, dass Sie das mal sehen. Hier haben wir ein Hotel, das war jetzt ein Jahr live. Ja, das habe ich jetzt vom 1. April bis heute mal gezogen. Da sehen Sie, dieses Hotel hat in diesen 12 Monaten oder knapp 12 Monaten 8.468 Klicks bekommen, 210 Buchungen und insgesamt 128.000 Euro Umsatz. Ja? Und dieses Hotel hat ungefähr 4.500 Euro für das Business Listing bezahlt. Also da sehen Sie schon, das ist ein sehr, sehr guter Return of Investment. Und da können Sie natürlich, sag ich mal, über Booking würden Sie natürlich bei 128.000 Euro, das sind Sie selber 20% bezahlen. Das heißt, da wären Sie dann 25.000 Euro los gewesen. Und hier haben wir dann dementsprechend nur 4.500 gezahlt für den Kunden. Und der kam dann auch noch direkt über unsere eigene Webseite. Was auch noch recht wichtig ist, was technisch möglich ist, wir können auch Ihnen anbieten, dass Sie hier diese Telefonnummer tracken. Ja, das heißt, hier im Falle vom Hotel E31, das können Sie gerne mal ausprobieren, wenn Sie auf die Hotel-Webseite gehen, dann haben Sie hier eine andere Telefonnummer wie als bei TripAdvisor. Also hier steht eine 1, ich glaube auf der Webseite ist es dann die 5, auf Google haben wir glaube ich die 0, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber man kann sozusagen eine spezielle Durchweis für verschiedene Webseiten hinterlegen und dann auch messen, wie viele Besucher über welche Webseite kommen und dann auch dementsprechend über diese Webseite anrufen. Und wir können sogar so weit gehen, dass wir darüber auch den Umsatz messen können. Das ist so eine kleine Technologie hinter dieser Software, die kann man dann in Ruhe nochmal Ihnen erklären. Aber es ist sozusagen auch möglich zu sehen, wie viele Leute darüber anrufen. Erfahrungsgemäß ist es nun so, dass da über TripAdvisor nicht so viele Anrufe kommen. Ja, man kann es mal respektive sagen, wenn das Hotel, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz macht, dann kommt vielleicht über Telefon im Jahr nochmal zwischen 5.000 und 10.000 Euro dazu. Aber 5.000 bis 10.000 Euro auch nochmal Umsatz, der natürlich gekommen ist, nur weil Sie dieses Paket kaufen. Man muss ein bisschen differenzieren. Das hört sich jetzt manchmal besser an, als es tatsächlich ist. Nicht für jedes Hotel funktioniert Business Listing oder Business Advantage. Ja? Also man darf das auch nicht nur als Produkt sehen, das jetzt absolut nur wegen der Performance gekauft wird, wo Sie nur kaufen, weil Sie hier Umsatz bekommen. Wir haben viele Häuser, die dann auch nicht so einen guten Return of Investment haben. Interessanterweise ist es so, dass es oft die Häuser sind, die sehr gute Ergebnisse haben, die eher mehr bezahlen und eher hoch ranken und eher, sage ich mal, im Ranking weit oben stehen. Und eher die Häuser, die weiter hinten stehen und die weniger zahlen, oft einen schlechteren Return of Investment haben. Also diese den Zusammenhang erkennen wir bei unseren Kunden. Und zweitens ist es aber natürlich trotzdem spannend, selbst wenn Sie jetzt nur 400 oder 500 Euro im Jahr zahlen, dass Sie natürlich sagen können, Sie kriegen da sämtliche Daten vom TripAdvisor, können entsprechend Ihre Lieblingsfotos laden und Lieblingsbewertungen setzen. Das ist natürlich sehr angenehm. So. Ja, aber der Gast sagt, meinen oder Entschuldigung, hallo? Jemand ist gerade sehr laut in der Leitung. Ich habe mich angekommen, da bin ich dann dazu geholt. Der da mit dem Kabel, ich gucke auch nicht. Okay. Und jetzt, ja, haben wir eine Anreise?
Okay, das macht natürlich nicht viel Sinn. Leute, es tut mir jetzt sehr leid. Hat er die gewusst von Echo Fast? Genau, wir haben halt damals den Druck in diesem Sommerkasten mit dem Tag jetzt 650. Aber ich kann ihn nicht. Ja, und der 3-Zimmer hat sie gebucht. So, ich habe jetzt gerade einen Knopf gefunden, wo ich alle auf Stumm schalten konnte. Das ist doch für mich schon mal was. Haben Sie, wenn Sie, ich hoffe, Sie hören mich immer noch. Das ist die einzige Hoffnung, die ich jetzt habe, dass ich nicht mich auch noch stumm geschalten habe. So, kleine Sekunde. Aber ich vermute, gut, wunderbar. Die ersten melden mich, sollen sich schon, dass sie mich noch hören. Wunderbar. Dann habe ich den richtigen Knopf gefunden. Da bin ich ja nun sehr beruhigt. Gut, wunderbar. So, dann können wir jetzt in Ruhe weitermachen. Gott sei Dank gibt es das magische Knöpfchen. So, wunderbar. Jetzt freuen sich auch gerade alle und bedanken sich schon. Das freut mich. Gut, okay. Also wir waren beim Business Listing und sind oben stehen geblieben. Also Telefontracking ist möglich, aber wie gesagt, auch ein bisschen den Hintergrund sehen, dass Sie bei dem Produkt natürlich auch die Möglichkeit haben, entsprechend auch Daten abzurufen und einfach ein bisschen mehr über Ihr Hotel zu verstehen. Ja, und gerade wenn die Investition ein bisschen kleiner ist, ist es ja auch mal ganz interessant, da ein bisschen mehr Background-Informationen zu bekommen. So, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Clou, nämlich dem Preisvergleich. Der Preisvergleich ist nämlich eigentlich das, woraus bei TripAdvisor in unseren Augen neben dem Business Listing wirklich ankommt. Und das ist eben diese kleine Box, die Sie hier sehen. Oder wenn wir zurückgehen, an der Stelle eben auch diese kleine Box, wenn Sie nach Ihrer Destination suchen. Konzentrieren wir uns jetzt mal einfach auf die Hotelseite, wie Sie es hier sehen. Sie sehen jetzt hier diverse Platzierungen, immer drei Boxen. Da muss man aber auch ein bisschen differenzieren, denn das mag jetzt gerade bei, just in diesem Moment bei irgendjemand bei Ihnen auf dem Bildschirm anders aussehen als bei mir. Sie müssen verstehen, dass diese Plattformen, TripAdvisor, auch Trivago, Google, sehr, sehr viele Tests machen. Manchmal kann es sein, dass Sie nur ein Angebot sehen. Manchmal kann es sein, dass Sie zwei Angebote sehen. Manchmal kann es sein, dass Sie drei sehen. Die Regel, die wir kennen, ist in der Regel, dass man drei sieht. Aber TripAdvisor macht da sehr, sehr viele Tests momentan. Also gehen wir einfach mal Stand heute davon aus, dass es drei Platzierungen sind. Und diese drei Platzierungen stehen untereinander. Und dann werden hier entsprechend noch mehr aufgerufen, dass Sie noch mehr sehen. Ja, allerdings kann man sagen, dass wahrscheinlich 99% der Klicks tatsächlich auf die oberen drei Knöpfe gehen. So, jetzt ist es hier so natürlich, dass Sie irgendwie schauen wollen, dass Sie natürlich irgendwo in diesen drei Platzierungen drin sein können. Das ist natürlich wieder entsprechend auf einem sogenannten Cost-per-Click-Modell, das heißt, Sie zahlen CPC. Diese CPCs steuern in der Regel wir für unsere Kunden. Und diese CPCs sind täglich sozusagen aktualisiert. Das ist ein sehr dynamisches Produkt. Man kann teilweise mittlerweile bei TripAdvisor sogar zweimal am Tag den Cost per Click ändern. Und das ist natürlich ein permanentes Auktionsmodell. Das Auktionsmodell selber ist auch immer sehr, sehr vielen Änderungen unterworfen. Also auch da ändert TripAdvisor sehr oft die Regeln, genauso wie das Google auch macht. Ja, das sind ja immer diese Algorithmen, die permanent angepasst werden. Früher war es grundsätzlich so, dass der an erster Stelle gestanden war, der am meisten Geld bezahlt. Also nicht derjenige, der den günstigsten Preis hat, sondern es stand früher derjenige da oben, der die einfach den höchsten Cost per Click bezahlt. Mittlerweile hat sich das geändert. TripAdvisor hat da die Algorithmen angepasst. Ähnlich wie bei anderen Plattformen ist es so, dass man auch den Preis und den Cost per Click sozusagen in einen Algorithmus verrechnet und eine Mischung aus Preis und Cost per Click das Ranking ergibt. Ja, also man kann sozusagen, und das ist eben eine sehr, sehr wichtige Message, weil das ist bei Trivago und bei Google ehrlich gesagt ganz genauso, dass sie sozusagen mit dem günstigeren Preis über ihre Webseite teilweise trotzdem Top-Positionen bekommen, obwohl sie gegebenenfalls einen niedrigeren Cost per Click bezahlen als ihre OTAs, die natürlich auch auf ihr Hotel bieten. Und das ist natürlich eine relativ wichtige Message, denn wir reden ja im Zeiten der Bestpreisgarantie viel darüber, dass man eben auf seiner eigenen Webseite den günstigsten Preis anbietet. Also ist das natürlich einmal eine psychologische Message, die Sie Ihren Kunden an der Stelle liefern. Aber nicht zu vergessen, Sie sparen sich dadurch auch bares Geld. Und ich gebe Ihnen da einfach mal zwei Zahlen mit. In der Regel ist es so, wenn Sie 5% auf Ihren Preis auf Ihrer Webseite günstiger sind als über die OTAs, können Sie sich bis zu 20% bei den Klickkosten sparen. Und das ist natürlich dann eine einfache Rechnung, ja, wenn Sie sich da entsprechend viel Geld sparen, auf der anderen Seite mit einem etwas günstigeren Preis agieren, ja, ist es natürlich grundsätzlich schon mal mathematisch profitabler. Was aber auch sehr interessant ist, dass wir merken, dass Hotels, die auf ihrer eigenen Webseite günstiger sind als über die OTAs, auch nach dem Klick eine deutlich höhere Conversion Rate haben. Teilweise bis zu 50% höhere Conversion. Also auch da wieder mal eine ganz simple Rechnung. Wenn Sie 100 Euro für 100 Klicks bezahlen,
und Sie haben eine Conversion Rate von 4 versus also 4 Buchungen aus 100 Klicks versus eine Conversion Rate von 2, also nur 2 Buchungen, dann kann das den entscheidenden Unterschied machen, weil vielleicht machen Sie mit 2 Buchungen 500 Euro Umsatz, aber mit 4 Buchungen 1000 Euro Umsatz. Und dementsprechend sinken Ihre Kosten von 20% auf 10%. Und das, auch das ist natürlich eine sehr einfache Message, und das alles für einen ganz, ganz simplen kleinen Preisvorteil, den man ja sowieso auf seiner Webseite in der heutigen Zeit in meinen Augen haben sollte. Weil darum geht es ja eigentlich, dass wir wissen, dass wir eigentlich die OTAs immer ein bisschen teurer verkaufen sollten, als was wir auf unserer eigenen Webseite anbieten. So, jetzt können Sie hier sozusagen entsprechend sich in den Preisvergleich einschließen. Wichtig an der Stelle zu verstehen ist, Sie brauchen hier natürlich eine sogenannte Connectivity, also eine Verbindung zwischen Ihrem System, das Sie haben, und der dementsprechenden Plattform, also hier TripAdvisor. Das ist natürlich sehr stark abhängig von Ihrem Anbieter, also von Ihrer Buchungsmaschine, mit der Sie arbeiten, oder dem Channel Manager, mit dem Sie arbeiten. Ich kann so viel sagen, wir haben hier mittlerweile über 80 Channel Manager bei uns angeboten bei meiner Tech-Shop. Also es gibt eigentlich kaum noch Channel Manager, die nicht irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu uns zu verbinden. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, gerade in Deutschland, dass Sie ein System haben, das mit uns kompatibel ist. Das ist natürlich das eine, was wichtig ist, dass Sie erstmal Ihre Preise dorthin schicken. Dann der zweite Part ist natürlich, dass man hier an der Stelle auch natürlich messen muss, was am Ende bei rumkommt. Ich habe Ihnen ja eben gerade schon mal das Dashboard gezeigt, also was wir beim TripAdvisor Business Listing haben, dass wir hier messen, was am Ende an Return of Investments da ist. Das Gleiche machen wir natürlich, und viele Kunden wissen das, die schon mit uns arbeiten, auch für diese Platzierungen. Und auch hier muss man natürlich dann sehen können, was bei rumkommt. Wichtig auch da ist, dass wir entsprechend in Ihre Buchungsmaschinen dann auch einen sogenannten Tracking-Pixel einbauen können. Auch da insofern relativ einfach. In Deutschland haben wir eigentlich mit allen Anbietern Agreements, dass wir hier sehr einfach auch unsere Tracking-Technologie einbauen können, damit Sie dann auch sehen können, wie hoch der Return of Investment ist. So, und dann ist es eigentlich relativ einfach, weil wir arbeiten dann oft so, dass wir mit den Hotels das versuchen, möglichst risikofrei zu agieren, weil viele Hotels haben natürlich auch ein bisschen Sorge bei Cost-per-Click-Modellen, dass man hier sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Geld verliert. Ja, weil wenn Sie jetzt hier reingehen und sagen, ich schalte mich da jetzt an und am Monatsende muss ich dann 5.000 Euro zahlen, weil ganz, ganz viele Leute da klicken, war das natürlich, immer so ein bisschen das Risiko, dass man natürlich an der Stelle das ein bisschen kontrollieren muss. An der Stelle, ich komme gleich zu Ihrer Frage, die über den Chat reinkam, das Risiko nehmen wir den Hotels weitestgehend, nie ganz, aber doch weitestgehend, weil wir zu dem Hotel sagen, also erstens können Sie mit relativ kleinen Budgets anfangen, Sie können das sozusagen das limitieren und können jetzt, sage ich mal, das Budget mit 500 Euro aufladen, und wenn die 500 Euro weg sind, dann ist es erstmal wieder offline, das heißt, Sie haben sozusagen eine Beschränkung, dass es nicht nach oben durch die Decke geht. Und das zweite Thema, und da beantworte ich jetzt auch die Frage aus dem Chat, genau das ist der Unterschied. Sie können natürlich diese Platzierungen bei TripAdvisor direkt einbuchen, aber wenn Sie das bei TripAdvisor direkt einbuchen, bekommen Sie eben nur Auswertungen über die Klicks, ja? Aber eben keine Auswertung über die Buchungen. Und das ist ja genau der Mehrwert, den wir liefern, dass Sie über unser Tracking-Tool eben genau sehen können, wie viele Leute am Ende über ihre Webseite gebucht haben, über ihre Buchungsstrecke. Und das ist ja auch der kleine Unterschied, den wir ausmachen müssen, weil es muss ja einen Grund geben, dass Sie mit uns arbeiten, sage ich mal. Und das liegt genau darin, dass wir eben jede Plattform individuell für Sie messen können und entsprechend über unsere Technologie Ihnen genau zeigen können, dann am Ende, wie hoch auch der prozentuale Kostenfaktor ist. Ja, also jetzt hier meinetwegen 0,13%. Das ist natürlich jetzt ein extrem gutes Ergebnis. In der Regel ist es so, dass die Kosten bei solchen Metasuchen immer noch schon hoch sind. Also das ist jetzt nicht umsonst, aber man kann schon sagen, dass sie 10-20% unter den klassischen Kommissionen der OTAs liegen. An der Stelle vielleicht auch nochmal abschließen. Sie können, wenn Sie sozusagen hier mit uns arbeiten, auch uns dann eine Provision vorgeben. Und das ist eigentlich das Spannende. Sie können uns nämlich sagen, das bin ich bereit zu zahlen. Das heißt, Sie müssen gar nicht sagen, wie viel Sie für den Klick bezahlen wollen. Das können Sie auch. Also Sie können auch definieren, ich möchte jetzt 1 Euro und 2 Euro oder 3 Euro für den Klick bezahlen. Aber darauf kommt es ja nicht an, wie hoch der Klickpreis ist. Das kann mir eigentlich egal sein. Ich will ja wissen, wie hoch die Ergebnisse sind, also wie hoch meine effektive Kommission ist. Und Sie können über unser System uns sozusagen vorgeben, dass Sie jetzt meinetwegen 20% Maximalkosten haben wollen oder 15% oder auch 10%, das ist Ihnen überlassen. Sie können hier wirklich sagen, was sind Ihre Maximalkosten.
Und dann stecken Sie Ihre ersten 500 Euro rein oder Ihre, bei großen Hotels in Großstädten hätte ich jetzt eher empfohlen, vielleicht mit 1000 Euro anzufangen oder ein bisschen mehr, damit man ein bisschen länger live ist mit der ersten Runde. Und dann können Sie sozusagen definieren, wenn meine Kosten unter dieser Maximalkommission liegen, dann kannst du 1000 Euro nachbuchen. Aber wenn du drüber liegst, dann stoppe automatisch die Kampagne. Das heißt, effektiv ist es so, dass Sie sozusagen mit der ersten Aufladerunde immer das Risiko haben, weil da kann Ihnen keiner versprechen, auch wir nicht, und nie keiner kann Ihnen das garantieren, wie Ihre Ergebnisse sind. Aber jede weitere Runde der Aufladung passiert nur, wenn Sie innerhalb Ihrer Gesamtkosten liegen. Und diese Kostenobergrenze heißt auch, dass Sie sozusagen das nur als Obergrenze definieren. Das heißt, wenn Sie hier 20% eingeben, dann bedeutet es ja wirklich nur, dass es maximal 20% sind. Wir haben dann viele Hotels, auch heute, die im Webinar in der Leitung sind, die dann deutlich drunter liegen. Die liegen dann auch bei 12 oder bei 10. Und dementsprechend kann man dann sozusagen auch entscheiden, ob man mehr Volumen haben möchte. Also das ist dann auch eine Absprache, die wir mit den Hotels führen. Weil Sie mögen vielleicht ein Hotel sein, die haben dann 8% Kosten. Aber vielleicht sind Sie immer nur an Stelle 3 auf TripAdvisor. Und wenn Sie auf Stelle 1 wären, würden Sie vielleicht doppelt so viele Klicks bekommen. So, und dann sagen auch viele Hotels zu uns, Mensch, 8% Kosten, geh doch mal auf Stelle 1, weil ich bin ja bereit, auch bis zu 20% zu zahlen. Und dann gehen wir auf Stelle 1 hoch, haben dadurch vielleicht doppelt so viele Klicks, haben vielleicht die Kosten statt 8% dann 12%, aber dafür habe ich auch doppelt so viele Buchungen bekommen und habe dadurch einen höheren Kostenfaktor. Und das kann man sehr, sehr intelligent steuern. Und das ist am Ende immer eine Absprache, die wir mit den Hotels führen. Und am Ende ist es sozusagen für Sie, obwohl es ein Cost-per-Click-Modell ist, eigentlich in der Psychologie eigentlich nichts anderes wie ein kommissionsbasiertes Modell. Aber Sie zahlen natürlich trotzdem für die Klicks, aber wir können Ihnen halt für jede Platzierung schön abbilden, was dann am Ende die effektive Kommission ist und dementsprechend auch Ihre Reichweite steuern. Also das ist sehr wichtig zu verstehen. Und bei TripAdvisor eben hat man dann die Möglichkeit zu steuern, zwischen den Plätzen auszusteuern. Man mag jetzt sagen, das empfehlen wir auch vielen Häusern, wenn ich doch hier günstiger bin und 134 statt 146 koste, dann kann ich ja theoretisch auch auf Stelle 3 sein, weil der Kunde wird es ja sehen und mich trotzdem klicken. Das stimmt, das ist vollkommen richtig, dass Sie dann sozusagen über die Stelle 3 trotzdem eine Menge Klicks bekommen. Aber vergessen Sie bitte nicht, kann auch sein, dass jemand über Berlin sucht. Und wenn jemand über Berlin sucht, dementsprechend ist das meiste Klickvolumen hier auf dieser Position. Und wenn Sie dann an Stelle 3 sind, dann dementsprechend wird es manchmal schwierig, dass Sie hier vielleicht nicht die meisten Klicks bekommen. Also da müssen Sie unterscheiden, ob Sie jetzt auch in Ihrer Berlin-Suche mit Ihrer Webseite gefunden werden wollen oder nicht. Also, das mal so viel zum Thema Cost-per-Click und Preisvergleich bei TripAdvisor. Klassisches Cost-per-Click-Modell, technische Anbindung etc. muss man individuell prüfen. Da bitte uns einfach anrufen und dann können wir Ihnen helfen. So, und jetzt wird es kompliziert. Das muss ich jetzt in den letzten 10 Minuten Ihnen sozusagen auch noch verklickern. Das ist nämlich nicht so einfach. TripAdvisor hat nämlich noch ein weiteres Produkt, nämlich das sogenannte TripAdvisor Instant Booking. TripAdvisor Instant Booking ist ein Modell, ich gehe jetzt mal eben hier rüber, nochmal auf den Part. Wenn Sie jetzt hier in dieser Suche entsprechend sehen, sehen Sie sehr, sehr häufig auch nicht Expedia, nicht Booking, sondern eben TripAdvisor. Das heißt, man kann jetzt hier sagen zum Angebot und ich möchte bei TripAdvisor buchen. Das heißt, es gibt mittlerweile auf TripAdvisor eine Buchungsfunktion. Und wenn Sie jetzt hier draufklicken, ich habe das vorhin mal für das Interconti gemacht, dann kommen Sie jetzt hier drauf und können über TripAdvisor Ihr Zimmer buchen. Das ist sozusagen ein OTA-Modell. Also TripAdvisor klickt an dieser Stelle nicht mehr von TripAdvisor weg, sondern Sie können auf TripAdvisor direkt das Zimmer buchen und bis zur Buchungsbestätigung. So, jetzt fragen sich viele Hotels, wo hat denn TripAdvisor meine Verfügbarkeiten her? Ich arbeite doch gar nicht mit TripAdvisor zusammen. Wieso kann ich ein Zimmer auf TripAdvisor buchen? Das sehen Sie hier oben, relativ einfach, steht immer mit dabei, in Zusammenarbeit mit Booking.com. Das heißt, Booking.com gibt TripAdvisor Verfügbarkeiten, und der Kunde bucht über TripAdvisor das Zimmer, aber die Buchung kommt bei Ihnen als Booking.com-Buchung an. Das heißt, hier ist eine Kooperation zwischen Booking und TripAdvisor und dementsprechend werden Sie sozusagen hier über Booking.com gebucht. Und Sie refinanzieren das sozusagen indirekt mit Ihrer Provision. So, es gibt auch andere Partner. Moment, bin glaube ich vorhin hier gewesen. Hier sehen Sie zum Beispiel, das ist jetzt das Akkotel, bin ich draufgegangen. Und wenn da kein Booking.com steht, also wenn hier kein Logo ist, manchmal steht hier kein Logo, dann können Sie das sozusagen ganz am Ende der Buchung, wenn man jetzt hier bucht, kann man auch sehen. Und hier sieht man sozusagen, dieser Partner wird über Tingo Travel weitergeleitet.
Single Travel wiederum ist eine Tochterfirma von TripAdvisor, die dererseits ihre Inventare zum Teil auch wieder über Booking und Expedia bekommt. Also auch hier kommt es indirekt über eine dieser Plattformen an. Da wird es dann recht kompliziert. So, jetzt haben Sie allerdings die Möglichkeit, an dieser Stelle auch selbst sich zu platzieren. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, auch wieder hier mit einer eigenen Schnittstelle sich hier reinzubinden. Und dementsprechend einfach, das können Sie hier oben, wenn Sie hier oben nochmal über Ihr TripAdvisor-Konto, können Sie hier auf die Sofortbuchungsfunktion gehen. Und über diese Sofortbuchungsfunktion, jetzt logge ich mich mal eben hier gerade ein, können Sie klären, wobei das ist jetzt natürlich das falsche Hotel, aber man kann jetzt hier über eine Funktion rausfinden, ob man sozusagen geeignet ist, ob man sich verbinden kann oder nicht. Das hängt sozusagen auch wieder mit Ihren Schnittstellen zusammen, ob Ihr Schnittstellenpartner, Ihr Channel Manager oder Ihre Buchungsmaschine dementsprechend eine Verbindung hat zu TripAdvisor. Das können Sie da prüfen. Auch hier wieder, wenn Sie eine Verbindung an unser System haben, können wir Sie dann sozusagen über dieses System, dann steht dann einfach da, Verbindung über My Hotel Shop möglich, und dann müssen Sie sozusagen einfach in TripAdvisor diese Verbindung aktivieren oder wir machen das für Sie. Dementsprechend können Sie dann sozusagen Ihre Verbindung mit TripAdvisor aktivieren und dann können Sie bei TripAdvisor eine sogenannte Kommission hinterlegen. Das heißt, Sie können hier jetzt sagen, ich möchte sozusagen mit meinem eigenen Inventar da sein und ich bin bereit, 12% oder 15% Provision zu bezahlen. So, das sind die zwei Kommissionslevel, die TripAdvisor Ihnen anbietet. Zumindest ist das Stand heute so. Das kann sich morgen natürlich auch wieder ändern. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen 12% und 13%? Auch relativ einfach. Für 12% werden Sie bei 25% aller Suchen angezeigt. Also wenn ein Kunde hier in diese Strecke klickt, werden Sie von einer von vier Suchen angezeigt. Wenn Sie 15% zahlen, werden Sie 50% aller Suchen angezeigt. Und was passiert bei den anderen 50%? Ja, da wird dann dementsprechend eben ein Booking oder ein Tingo oder irgendjemand anders angezeigt. Auch ein Expedia ist mittlerweile bei TripAdvisor angeschlossen bei diesen Sachen. Das heißt, auch hier ein bisschen surreal. Man bietet sozusagen gegen sein eigenes Inventar und man muss sozusagen mehr bezahlen als über Booking, damit man sozusagen hier den Kunden direkt bekommt. Insofern kann ich Ihnen relativ einfach aber sagen, ob sich Instant Booking für Sie lohnt. Sind Sie ein Hotel, das simpel gesagt 12% an Booking zahlt? Naja, wenn Sie jetzt auf TripAdvisor 12% zahlen, dann ist das relativ egal, ob der Kunde jetzt links oder rechts kommt für 12%. Da können Sie sagen, kann mir wurscht sein, dafür spare ich mir den Aufwand, dafür spare ich mir die Schnittstelle und ich mache am Ende dann einfach die Buchung über Booking.com und lasse das mit TripAdvisor sein. Und so denken auch viele Häuser, die gerade niedrige Provisionen zahlen, weil dann zahlen Sie ja 12% und dann geht es halt über Booking. Man könnte allerdings argumentieren, wenn Sie Instant Booking natürlich machen, dann können Sie natürlich an der Stelle auch Booking ein paar Buchungen wegnehmen und so natürlich das Volumen bei Booking reduzieren und somit auch ein bisschen die Abhängigkeit reduzieren. Aber das müssen Sie natürlich an der Stelle ein bisschen für sich selber entscheiden. Die andere Variante ist natürlich, dass Sie bei Booking.com deutlich höhere Provisionen zahlen, also vielleicht 15% oder 18% oder 20%. In dem Fall macht Instant Booking natürlich immer Sinn, weil an der Stelle Sie einfach den Kunden, der über TripAdvisor kommt, für weniger Provision bekommen, als wenn er über Booking.com kommt. Und insofern würde ich auch solchen Häusern in Großstädten eigentlich auch immer empfehlen, Instant Booking auf jeden Fall live zu schalten und dementsprechend das dann sozusagen mitzunehmen, weil die paar Prozentpunkte kann man sich dann auch nochmal sparen. Also, Sie können das auch relativ einfach nochmal bei uns anfragen. Wir können dann prüfen, ob die technischen Voraussetzungen bei Ihnen entsprechend gegeben sind, das dann entsprechend aktivieren. Und jetzt wird es eben spannend, weil Sie können natürlich alle drei Dinge gleichzeitig machen. Das ist durchaus alles möglich. Und wenn Sie jetzt sehen, bei Intercontinental hier oben, sehen Sie das auch, dort ist auch alles drei angezeigt. Das heißt, dieses Hotel hat hier eben ein Business Advantage hier oben stehen, hat hier klassisch seine eigene Webseite auf Cost per Click und dann dementsprechend hier unten bei Instant Booking ist, glaube ich, Interconti auch gelistet. Hier wird jetzt gerade Booking angezeigt, aber Sie können durchaus alle drei Platzierungen parallel laufen lassen. Und am Ende ist es auch so, dass Sie natürlich für alle drei Platzierungen am Ende des Tages auch messen müssen, ob es sich lohnt oder nicht. Und an der Stelle müssen Sie auch verstehen, Sie können das jederzeit an- und ausschalten. Es mag sein, dass sich nur eine Sache lohnt und die andere Sache nicht. Aber das muss man messen. Und das ist eben genau auch der Punkt, wo wir Ihnen dann sozusagen helfen, dass wir an der Stelle Ihnen dann sozusagen auch mit unseren Technologien an der Stelle auch bei der Optimierung helfen können.
und dementsprechend auch schauen können, welche Sachen sich lohnen oder nicht. Und wenn sich etwas nicht lohnt, dann hört man wieder auf. Bevorzugen tun wir natürlich immer die Verlinkungen, die direkt auf Ihre Webseite gehen. Instant Booking ist an der Stelle für uns, sage ich mal, nichts anderes wie ein Hotelportal-Modell mit Provision. Also das ist dann für uns nichts anderes wie Booking oder Expedia. Aber trotzdem, sage ich mal, mag es für Sie Sinn machen, wenn Sie sich Kosten gegenüber Booking sparen. Aber wir fokussieren uns natürlich sehr stark hier oben auf diese Platzierung im Business Advantage und Cost per Click im Preisvergleich. Wie gesagt, wenn Sie hier Fragen haben, dann würde ich sagen, dann eröffnen wir gerne jetzt die Fragerunde, weil ich habe leider noch in 6 Minuten habe ich schon den nächsten Termin mit einer wichtigen deutschen Tageszeitung, wo ich leider nicht zu spät kommen darf. Aber ein paar Minuten haben wir noch. Also wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne die jetzt stellen über den Chat oder über Telefon. Dann würde ich einfach mal ein paar Sekunden warten, ob hier ein paar Fragen über den Chat kommen oder nicht. Traut sich keiner mehr oder alles war schon so gut erklärt, dass alles wunderbar erklärt war. Ah, war wunderbar. Wie kann man vom Business Listing auf Business Advantage wechseln? Ja, sehr gute Frage. Das passiert von ganz alleine. Denn wenn Ihr Business Listing ausläuft, dann werden Sie automatisch von TripAdvisor kontaktiert mit einem neuen Preis, der dann rund um Business Advantage dann möglich ist. Das heißt, wenn Sie ein Business Listing haben, dann läuft das einfach aus. Und dementsprechend unterjährig geht es leider nicht. Nee, also Sie können sozusagen nicht sagen, ich möchte das jetzt einfach wechseln. Man kann das aber probieren. Also da würde ich Ihnen mal raten, Sie wissen ja selber, man muss dann immer sozusagen ein bisschen mit denen reden. Können wir gerne auch für Sie machen. Wir haben ja für TripAdvisor einen relativ guten Draht. Muss man dann von Hotel zu Hotel sehen. Also ich bin mir sicher, wenn man mit TripAdvisor redet, kann man auch unterjährig wechseln. Aber Sie wissen selber, wenn Sie direkt mit TripAdvisor reden, dann ist es nicht immer so einfach, da jemand an die Strippe zu bekommen. Also fragen Sie uns einfach, muss man klären. In der Regel, wie gesagt, würde ich Ihnen empfehlen, das einfach auslaufen zu lassen und dementsprechend rüber zu wechseln, wenn es dann soweit ist. Wenn es natürlich erst in 11 Monaten ist, dann würde ich vielleicht schon mal vorher das probieren. Aber wegen 2-3 Monaten lohnt sich der Aufwand, glaube ich, nicht. So, hatte ich noch eine andere Frage. Ist das Business Advantage auch für eine Region möglich? Nein. Business Advantage ist natürlich ein reines Hotelthema. Für eine Region kann man durchaus die über TripAdvisor direkt anschließen, also sozusagen sowohl auf dem Cost-per-Click-Modell als auch auf dem Instant-Booking. Frau Huber, ist ja von Lech-Zürs, also sehr gute Frage. Sie können mit Lech-Zürs jetzt sozusagen hier direkt live gehen, dass man schaut, dass man Lech-Zürs entsprechend hier anschließt und auch über das Instant-Booking kann man eine Region anschließen. Aber Business Advantage ist tatsächlich nur für Hotels buchbar. Aber man kann natürlich hier auch sagen, wenn Sie als Region natürlich, sage ich mal, wenn wir da zusammen vielleicht in Ihrer Region 20 oder 30 oder mehr Hotels aktivieren, dann kann man natürlich da auch nochmal gemeinsam und dadurch haben natürlich alle wieder den Vorteil, auch ein bisschen Geld sparen. Okay, nächste Frage ist, ich habe Instant Booking, kommt aber nichts rein. Woran könnte das liegen? Ja, Variante Nummer 1, Ihr Hotel hat nicht sonderlich viele Seitenaufrufe. Das heißt, nicht viele Leute sind bei Ihnen drauf. Dann kann es natürlich sein, dass Sie mit 12% vielleicht die niedrige Provision zahlen und dadurch natürlich sowieso weniger bekommen. Und Variante 3 kann sein, da wird es wieder ein bisschen kompliziert. Sie sehen es ja hier, auf den ersten 3 Stellen ist Instant Booking bei dem Hotel im Intercontinental gar nicht gerankt. Das kommt erst an 4. Stelle. Es kann einfach auch sein, dass Ihr Hotel einfach deutlich mehr Besucher über die Cost-per-Click-Modelle abgibt. Und dann wäre es halt spannend zu sehen, wenn Sie Cost-per-Click machen, ob Sie über Cost-per-Click mehr bekommen. Und genau das sind dann die Feinheiten, die Abhängigkeiten, die man eben messen muss, die man klären muss, dass man hier an der Stelle dann wirklich überlegen kann, was macht für Sie mehr Sinn. Also in der Stelle würde ich Ihnen einfach empfehlen, machen Sie mal das Cost-per-Click-Modell, ja, stecken Sie da mal 500 oder 1000 Euro rein und dann messen Sie einfach mal, wie sich das verhält gegenüber Instant Booking. So, gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten sind wir natürlich jederzeit für Sie da. Sie können sich natürlich jederzeit bei uns melden. Sie haben ja hoffentlich unsere Kontaktdaten. Ansonsten einfach gerne auch an mich persönlich. Ich schreibe nochmal meine E-Mail-Adresse hier in den Chat. Können Sie auch gerne mir schreiben oder meinem Team. Und sind wir gerne für Ihre Fragen da. Es ist, wie gesagt, nicht immer ganz einfach, diese Modelle zu verstehen, auch gerade, weil sie sehr, sehr vielen Änderungen unterworfen sind. Aber dafür sind wir ja da. Da machen wir regelmäßig Webinare, dass Sie sich da wieder informieren können. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende
Und wie gesagt, kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Das Webinar werden wir dann über YouTube anbieten. Die letzten 30 Minuten dann ohne Hintergrundgeräusche und die ersten 15 leider mit. Entschuldigen Sie nochmal, dass ich das Knöpfchen nicht früher gefunden habe. Das nächste Mal wird es besser laufen. Und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Dankeschön und Wiedersehen.